sind wir wieder zurück. Okay. Komme ich da jetzt hin? Also ich will hier gerade nicht nochmal hin, weil anscheinend ging es dann noch nicht weiter hier. Tafel der Gnade. Ah, ich habe hier jetzt ja draus beamen können wahrscheinlich, ne? Ja, das war auch richtig schlau wieder. Ich denke ich einfach nicht dran, die Karte zu öffnen. Aber ich kann jetzt erstmal ein paar Dingelskirchen grüne Runen verwenden. Ausfall nutzen. Guck auch schon 1600. Können wir uns nämlich mal ein bisschen aufleveln. Einer schon ein paar Level niedriger als andere Charakter, weil wir halt den Bettler genommen haben, ne? So, haben wir noch 4800. Stufenaufstieg. Das war ein bisschen hoch. Jetzt habe ich natürlich 1000 Runen, die will ich ja nicht verlieren. Vielleicht hole ich mir noch ein bisschen ein paar Runen und dann versuche ich vielleicht mal den Ritter nochmal. Der scheint ja eher machbar zu sein als der verrückte Typ auf der Brücke, ne? Ui. Hier geht's tief runter. Weil es nicht auch noch weitere Art Schlösser und so, ne? Okay, da sind wieder ein paar Fledermäuse. Und das hat der Auto der Drache auftaucht, laut den Trailern. So. Über diese Flattermäuse. So, hier kriegen wir nochmal eine grüne Rune her. Grüne Rune Stufe 1. Dann kann man versuchen. Wäre möglich, also noch hier abzuschießen, aber haben keinen Bogen und hier habe ich auch nicht Geschicklichkeit jetzt geskillt, dass das irgendwie ansatzweise effektiv wäre. Oh, gleich drei Stück hier. Die haben wir noch schnell erledigt. Hier haben wir auch noch einen kleinen Überblick. Okay, da ist diese Kirche, da ist diese Statue, wo auch irgendwie so ein blauer Strahl abgegangen ist, die man jetzt hier nicht sieht. Wo man der noch hinführt. Da ist irgendwie auch so eine Art Ruine oder Gebäude. Gucken wir doch mal, was da so ist. So, den haben wir noch gut umkreist. Fragment. Ah. Tränen. Was? Tränenskarabin. Es gibt
Purpurträne und Himmelstränen Skarabäen. Besiege sie, um ihren Typ entsprechenden Flaschen aufzufüllen. Ihr könnt nur so viele Flaschen auffüllen, wie es eure maximale Anzahl erlaubt. Ah. Jetzt können wir das wahrscheinlich verstärken, oder? Komme ich da eigentlich hoch? Dafür ist es gar nicht gedacht, ne? Ah doch, hier könnte man vielleicht hochkommen noch. Tränenskarabin. Ja, das ist die Ruine, die kennen wir ja, ne? Die schon wieder hier? Ist das wirklich diese Ruine? Tatsache. Drüben war ich halt noch nicht. Keine tiefe Schlucht. Also diese Artgiftkugeln, wo diese die Bellen rauskommen, ne? Oder was auch immer. Ah, das hatte ich mir auch gar nicht angeguckt. Hier ist auch nochmal ein Ort der Gnade, ne? Völlig übersehen, obwohl da so Funken ausgehen, ne? Reicht doch nicht. 300 Runen. Aber hier ist irgendwie auch was interessant. Das sieht aus wie ein Schwert. Oder mehrere Schwerter. So eine Art Grab, was ist das? Rotring der Goldene gedemütigt. Ikea das Klinge zwang ihn in die Knie. Nun steht er um Gnade. Okay. Passiert anscheinend gar nichts, wenn man gegenschlägt. Wer bist du denn? Das sieht doch nach Pferdkampf aus, oder sind mehrere von? Fest. Oh, das ist ziemlich wütend. Ich hätte seinen Grund zerstören sollen. Davon nicht noch mehr gesehen. Erstmal wieder mein Pferd rufen. Aber wenn ein Pferd ist, finde ich auch echt gut. Dann kann man einfach besser und schneller das erkunden. Man kann ja trotzdem angreifen und Items aufsammeln. Das erleichtert schon einiges. So. Stehen einige Ruinen rum, ne? Jede Erfahrung hier macht uns ja auch stärker. Das ist natürlich die Wolfsrode. Oh, das ist doch so ein ganzes Lager von denen, ne? Hab ich mich gerade gesehen. Brenn die. Von was gibt's hier zu? Warum ist hier so ein Lager von denen? Ratsche erstmal auf der anderen Seite rum, um die selber Pferd gegen Pferd zu bekämpfen.
nehme ich erstmal die nach oben vor, oder? Oder ist nochmal. Ah, da oben sind zwei dieser Riesen. Okay, der hat mich gesehen. Na komm. Leber. Okay, diesmal ging es ein bisschen besser. Der hat kassiert. Oh. Ein Blitz ist jetzt hier. Wann ist da oben Blitz? Ich glaube, die Blitze können wir schon irgendwie ausweichen, oder? Ist irgendwie auch so ein Sprungteil? Bulgurblüte. Das muss einfach so sein, dass das blitzt, ne? Sieht sehr gefährlich aus. Soll ich hier oben sein mit dem Pferd? Ich glaube nicht, ne? So, was gibt's denn hier noch zu sehen? Nicht mehr so viel, ne? Hier sieht man nochmal das Lager. Okay, sammeln wir noch ein paar Blüten ein. Was war denn das? Hier, ne? Komm, ernten das doch einmal ab. Okay, der sucht anscheinend Ärger. Okay, dann sollte das soweit leer sein. Da können wir irgendwie noch so hoch springen. Will das einmal machen? Geisterquellensprünge. Macht zu Pferde in der Nähe einer Geisterquelle einen Sprung, um auf den Strom durch die Luft zu reiten. Wenn ihr zu Pferde in eine Geisterquelle springt, nehmt ihr auch aus großer Höhe keinen Schaden. Zu Pferde in der Nähe einer Geisterquelle, Geisterquellensprung. Machen wir nochmal, oder? Richtig krass. Noch ein paar Riesen. Oh, da wurde jetzt jemand getroffen. Aber man sieht leider nicht viel. Kann ich ihn auch dann nach oben kommen? Gut. Ach, Sturmhügel.
Bringst du das überhaupt, was wir mit ihm besiegen? Der hat davon auch nichts gebracht. Außer ein bisschen Huhn. Gut, dann gehen wir erstmal weiter, das ist irgendwie. Braucht das dann doch zu lange. Ah, natürlich rennt er uns hinterher. Da kratzt den Mann nur ein bisschen an seinen Füßen und dann regt er sich da so auf. Ist nichts, oder? Außer eine schöne Aussicht. Okay, ist hier so eine Art Lager. Ich will mir auch das Lager von diesem Banditen angucken, wo ich vorhin war, ne? Waren wir irgendwie ziemlich schnell weg gewesen. Ich muss die Frage ab, welcher Höhe kriegt man Schaden? Habe ich gerade Schaden bekommen, ja, ne? Wütend. Ja, komm noch runter. Ah, komm, dies gilt euch nur durch die Blüten oder noch durch was anderes? Okay, wo waren dies Banditenlager, was wir gesehen hatten? Weiß nicht, irgendwo hier so? Ja, da vorne, ne? Zwischen den Ruinen. Gut gemacht eigentlich. Ist hier noch ein Wolf? Ach Gott, voll erschrocken. Den habe ich absolut gar nicht gesehen. Oh, das muss man erstmal schaffen. Eigentlich bin ich nicht so leicht zu erschrecken. Okay, sind auch noch zwei hier. Ein Wolf. Ich habe auch noch meine Wolf-Truppe. Wenn die einmal losschicken. Komm, machen wir mal. Nutzen wir halt noch relativ selten, ne? Ich muss trotzdem aufpassen. Reitergeißel. Ich bin noch einmal an oder sind die Wölfe begrenzt zeitlich da? Würde ich erstmal weitergehen. Gehe ich doch mal mit dem mal kurz hier ins Lager rein. Da ist ja dann nur noch ein Gegner da. Plus der Wolf. Zwei Wölfe. Wölfe gegen Wölfe. Und da sitzt noch einer da nicht. Wieder schlummert.
So. Was haben wir denn hier? Materialien sammeln? Handbuch der Rüstungsschmieds. Ah. Ah, da war noch, doch noch Schmetterlinge, sehe ich gerade. In der Feuerschale. Okay, jetzt habe ich ein paar Wölfe bei mir. Wir könnten wahrscheinlich schon fast zweimal aufleveln. Ich habe es geschafft. Das ist doch so ein größerer Wolf, ne? Was passiert denn, wenn ich mein Pferd rufe? Bleibt nicht Wölfe trotzdem? Ich glaube, mit Wölfen könnte ich das vielleicht schaffen. Genau, mit Wölfen. Mit meinen Wölfen. Ich will erstmal die normalen Wölfe andocken. Wo ich diesen großen nach oben vielleicht mache. Das ist auch gleich so eine richtige Horde, ne? Oder am liebsten erstmal die rumströmenden Wölfe machen. Armee, wie viele sind denn das? 5, 6, 7, 7 oder 8 hier so rumlaufen, ne? Die einmal erwischen, dann gibt es wahrscheinlich auch so ein Gemetzel, ne? Kommst du zu gar nichts. Ah, jetzt pushen die sich auch an. Hätte ich vielleicht einzeln locken sollen, nicht alle auf einmal. Und her. Liebe Wölfe. Okay, jetzt geht aber der Kampf los. Ach, ich glaube, meine Wölfe waren anscheinend stärker als die Wölfe. Okay, ich habe noch zwei über, sagen wir anderthalb. Achso, das, ah, das ist doch ein Wolf. Ah, meine Wölfe sind doch schon in der Truhe. Okay, der hält eindeutig mehr aus. Okay, aber... Ross war das gut möglich. Was haben wir denn hier drin? Grüne Rune. Okay. So, genau, da habe ich wieder einen Trupp erledigt. Deswegen wieder eine Flasche. Da ist nämlich auch so ein Grabstein am Hügel dran. Irgendwie auch lustig aus. Ah, mehrere. Irgendwie so eine Art Weg dann oder sowas, ne? Okay, was bist du denn? Das umgehe ich erstmal, das sieht gefährlich aus. Oh. Okay, Libellen und dann ganz viele Grabsteine. Ah, da oben ist wieder so ein Teil. Oh, da sind Bären. Ah, Liebhaber. Wahrscheinlich muss ich absteigen, ne? Habe ich schon zwei davon, aber sagen tut mir das auch nichts. Leuchtet eigentlich die anderen nicht mehr, dann muss ich die jedes Mal wieder aktivieren. Die Bären. Ah, das ist eigentlich noch ein Ort der Gnade, so wie das leuchtet, ne? Da reiten wir nochmal hin. Los geht's. Ja, das ist ein Ort der Gnade.
können wir wahrscheinlich zweimal aufleveln. So, machen wir es erstmal so. Wie ist das mit den Herstellen? Wir haben noch einiges aufgesammelt, ne? Ich glaube nicht mehr so viel Neues dazugekommen, ne? Ah, das ist auch nice. Ah, Robustheit. Gegen Feuerschaden. Das ist doch nice. Was haben wir denn hier? Kein, was? Keine Springen voraus? Dann würde ich vielleicht nochmal den Ritter am Anfang versuchen. Wartet ja noch dieser Baumritter, wie er nochmal heißt. Der da. Können wir ja mal mit Pferd versuchen. Okay. So kann ich auch noch die Wölfe rufen. Okay, das ist alles möglich. Ja, dann los. Das ist auch nicht so einfach. So mal treffen, ich hab so oft gerade daneben geschlagen. Ja. Ah. Vielleicht hat er mein Pferd. Er hat das. Ich glaube, da war ich doch ein bisschen besser, als ich es so gekippt hatte. Oh, das war gut. Ich glaube, wenn ich die Würfel mache, versuche ich es erstmal zu Fuß und dann kann ich ja immer noch mit Pferd machen. Aber da muss ich echt mal auf seine Attacken irgendwie aufpassen. Die sitzen doch ganz schön gut. So, wo habe ich denn gut verloren? Da. Erst da hinten.
verlegt. So. Oh. Hat mein Pferd mit einem Schlag weggemacht? Noch gedodged. Ach. Ja, da war eine Kombo. Ich glaube, da sitzen wir jetzt gerade ein bisschen länger dran. Das ist echt nicht ohne. Ja, ich denke, der ist irgendwie machbar. Der ist machbar. Schwer kann es eigentlich gar nicht sein. Hier ist meine Gnade da hinten. Aber mein Pferd hat irgendwie diesmal schnell weggemäht, kann man sagen. Erstmal schon weg, weil ich ja wohl auch nicht so distant. Na, ja, er ist so wohl. Au. Pferd. Oh. Alter, der uns erledigt, das Pferd. Ich dachte, ich könnte springen ausweichen, aber da war ich wohl ein bisschen spät dran. Okay, ich versuch's noch einmal und dann müssen wir doch woanders weitergehen. Ah. Nee, irgendwie, man kommt weiter und dann fehlt dann doch noch irgendwas, ne? Okay, ich gehe erstmal kurz aus, um meine Seelen zu holen. Dreht auch wieder rum. Der ist echt nicht ohne. Ich glaube, da brauche ich den Tachen erst gar nicht versuchen, der da am See ist, ne? Wir sind ja quasi noch Rookie-Level.
gesehen. Oder versuche ich noch einmal, was ist das denn? Okay, irgendwie hat er noch so ein Art Schild anscheinend. Okay, weg ist er. Aber ich wollte auch einmal hier zum Strand gehen noch, das habe ich noch gar nicht gemacht. Achso, kann ich auch den Schild kaputt machen, okay. Okay, was seid ihr denn? Perfekte goldene Sonnenblume. Nice, nice. Komme ich denn hier runter? Hier würde ich wahrscheinlich erstmal übersterben, wenn ich runterspringen würde. Da ist nochmal so eine Insel. Mit Fahrer kommt man da rüber, kommt man da nicht rüber? Sieht es doch machbar aus, ne? Zum Runtergehen. Oder auch nicht. Doch, hier so drauf, ne? Oh, Donner erwischt. Flugfeder. So, jetzt sind wir also am Strand. Kriege ich hier irgendwelche Dinger rum? Da scheint auch was zu sein. Das ist einer dieser Händler, ne? Und? Nee, das ist kein Hund. Das ist eindeutig ein Esel. Bisschen lang gestreckt oder so. What do you need? I don't want any trouble. Okay, ist normalischer Händler, der hat diesmal wohl keinen Namen. Okay, halt Gift, das ist wahrscheinlich Blutung. Das ist Schlaf. Rüstungsschmied. Breitschwert. Eisenrundschild, Kurzbogenkeule, Anschleimer. Was steht da eigentlich drauf? Okay, haben wir noch ein paar Runen. Was steht jetzt auf diesen Notizen drauf? Ich kann Asche noch verstärken, aber wo? Okay, nutzen kann es anscheinend nicht. Karte, Handbuch. Werkzeugsatz. Handbuch, Handbuch. Diese Notizen. Ich würde mir auch mal das Schwert angucken, ne? Alter Geißel. Da kann ich eh noch nicht Stärke und Geschicklichkeit wollen, noch ein bisschen. Ah, hier sind diese Notizen, ne? Ich wollte einmal das Schwert ausrüsten. Mal gucken, wie das ist. Großschwert der Getreuen. Reitergeißel.
Das sieht zumindest nice aus. So. Hat eigentlich auch gut Schaden, ne? Wirbel kann man dann machen, dann kann ich wahrscheinlich nicht ausführen, weil ich es so nicht tragen kann. Doch, doch, geht. Okay, das ist der Wirbel. Na, geht ja nicht. Geht wahrscheinlich nicht richtig, ne, weil wir nicht führen können. Das habe ich noch gar nicht verwendet, ne? Sturmstampfer. Okay, goldene Rune. Ach Mist, ich würde eigentlich alle 5 verwenden. So, die auch noch. So, was hast du noch zu kaufen? So, kaufen. Nochmal so eine Notiz. Ah, ich kaufe erstmal das hier. Ich kaufe beide Sachen. Cool, die hatten wir ja schon seit Anfang an. So, bin fertig. Ist der denn jetzt auch auf der Karte markiert? Oder mache ich hier mir auch mal ein Zeichen hin? Da mache ich hier mal ein Zeichen hin, ne? Nee. So.